Einen wunderschönen guten Tag und ein schönes Wochenende wünsche ich allen. Und wir haben die Karte Was Nice, also Was Nice. Ja, so ist es. Und ist eine polnische Karte, ist für alle Konsolen. Und das Geile ist, schnell runterladen, Leute. Wer weiß, ob wieder eine Karte rausgenommen wird. Wenn nämlich einer sagt, wieso, ja, habe ich gesehen, Respite Hills wurde rausgenommen. Ja, es wird immer alles rausgenommen. So, wir sind jetzt aber bei Was Nice und das ist wichtig. So, ich habe jetzt einfach mal keine Zeit eingestellt, aber ist auch unwichtig. Hof, viele Felder, ich betone, helferfreundlich, aber unschwer zu erkennen. Von der Optik, ich betone, fototechnisch, schöne Karte, aber wir sind ja jetzt hier drin. Ja, ihr müsst unglaublich viele Häuser runterladen, ne? Also hier Kuhstall, Halle und der ganze Müll und du musst es runterladen, du kannst es nicht sagen, ja, nee, will ich nicht, wir bauen einen eigenen Hof, das geht leider nicht. Silo-Unterstand, hier haben wir ein MF. Okay, Schattenpunkte sind sehr dunkel. Das ist natürlich nicht so gut. Stört uns das? Nee, aber deswegen sage ich, ja, ladet sie euch runter, wenn ihr sie spielen wollt. Nicht, dass es wieder heißt, nein, wir müssen das wieder rausnehmen, weil sich eher ein kleiner Timmy beleidigt, beziehungsweise beschwert hat. So. Okay, die Straßen sind wohl nicht so gut. Na gut, ist Verarbeitung der Straßen, wie ich gerade sage, sehe. Naja. Ich dachte gerade, was läuft da denn lang? Killerie oder so. Komm, fahr vorbei, Luttenfiez. Wir gehen mal lieber nach oben, der Verkehr nervt mich. Ja, also kleine, viele Höfe, die uns natürlich nicht gehören. Wenn einer sagt, was nice, gab's die nicht schon im 19er? Si, Senor, si, 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 si. Die gab es schon im 19er und sah genauso aus wie jetzt. Und die Texturen sind auch teils vom 19er übernommen. Aber das ist eigentlich unwichtig, solange die Karte läuft. Aber man sieht kleine Straßenautos sehr schnell. Ja, das könnte bei den einen oder anderen Treckerfahrer zum Crash führen. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Felder, 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 Felder. Guck mal, hier ist der Hof, den ich im 19er schon gesagt habe. Auch den als eigenen Hof haben, so einen alten Ranzhof. Aber das ist nur Deko. Auch der Schwarzfahrer ist auch nur Deko. Was haben wir hier? Wasser, Felder, weil im 19er war das ja gang und gäbe, du brauchtest hier und da Wasser. Was ist das denn? Nie, Rooster. Leck mich am Arsch. Ach, guck mal hier, er hat alle auf einen Punkt gemacht, damit man ja die Kohle kriegt. Ne? Finde ich aber eigentlich ganz gut, weil dieses Suchen ist ja eher für die Kiddies. Wenn du den ganzen Müll auf einen Haufen hast, aber da gehen wir gleich mal hin oder da gehe ich gleich mal hin, dann kriegst du sofort eine Auszeichnung. Ich habe noch nie diese Dinger gesucht. Finde ich gut. Weiter geht's im Text. Ja, wieder Felder, 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 so. Kalkstation. Also es ist natürlich eine Karte, die so den Dirty Look hat, ne? Hier wäre Molkerei. Wo kommt er denn schon wieder her? Ist er teleportiert? Ist er von der Matrix oder was? Auf jeden Fall, hier wird wo Strohballen verkauft sein. Ne, ich habe hier zwar den Gezumpel aus, aber man sieht an der Karte unten links, da ist auf jeden Fall Strohballen verkauft. Wilde Felder, guckt euch das an. Also wer gerne auf dem Jahrmarkt ist und wilde Maus fährt, der wird sich hier wohlfühlen. Auf und ab und auf und ab. Oder denkt vielleicht an seine Freundin. So, was haben wir denn noch so Schönes hier? Ein bisschen Planschi-Planschi. Felder, 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 Felder. Ja, was soll ich großartig sagen, ne? Felder. So, da ist wieder Straße. Da ist wieder Hof. Aber die Karte ist ein Ticken größer als im 19er, mal so zur Info, weil das hier hinten zum Beispiel. Njet. Ne, ich glaube, das war gar nicht drin, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. 19er haben wir eher Karten wie Illerbach oder Geiselsberg gespielt. Da kann ich mich schwer dran erinnern. Und ihr wisst ja, ich bin alt. Und wenn ich alt bin, dann wärst du vergesslich. Und wenn du vergesslich, und dann. Man kommt noch die Impotent. Nee, nein, naja, nicht impotent. Wie heißt das? Naja, wenn du das Tropfen anfängst. So, jetzt muss ich mal hier weiter gucken. Hier haben wir dann noch eine Buße an der Stelle. Hier ist der Shop. Und wie wir sehen, LS19 und 17er Grafik. Und neben dem Shop rechts sind die Viecher. Okay. Ja, für die Leute, die ich mal gefragt haben. Paddy sollte ja noch in Deutsch kommen. Das war der 6M. Das da ist das 6M-Modell. Beziehungsweise das ist jetzt der andere, aber gleiche Größe, Optik, habe ich gesehen. Aber kommt ja noch, eventuell. Für die Leute, die immer gerne meine Videos schauen, so zur Info,
Hof Wiesmann oder Wiesengraben oder Wieshof oder wie der heißt, der in Rendsburg ist, dann echt ist. Das ist ja die Karte, die die Bua baut. Da muss ich euch leider enttäuschen, wenn die ganzen Gesülze, wenn das alles stimmt, was im Netz steht, dann ist das eine Vierfachkarte und dann wird sie nicht für Konsole kommen. Traurig. Ich sag ja, alles wird nur noch PC und auf der Konsole gibt es polnische Karten und bau dir selber eine Karte. Jo, sollte uns nicht stören. Auf der Ehrengrad bin ich gerade sehr gehypt, mag ich gerade momentan sehr gerne. Ja, also dekorativ und dieses ganze Dirty und so ist schon schön, muss ich sagen. Aber wir wissen ja hier mit dem Kuhstall, der ist nicht so der Brüller. Und man muss diese ganzen Häuser runterladen. Das ist dann immer so eine Geschmackssache, ob man da Bock drauf hat, ne? Straßen so ist schon cool, aber der Verkehr, achte mal drauf. Holprig und viel zu schnell. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Also, das ist ja das Problem, wenn man jetzt Verkehr ausmacht, wäre es eigentlich schöner. Ja, aber dann ist es wieder so lieblos. Aber der Verkehr ist zu eng beieinander und zu schnell. Das wird hier den einen oder anderen aus der Bahn rausschleudern. Dekorativmäßig gesehen, sieht ihr ja, ist das ja alles schon ganz hübsch gemacht, ne? Ja gut, LS22-Dateien reingeballert, plus LS19-Dateien sehe ich schon. Pitschi, pitschi, patschi. So, und dann, was haben wir hier? Kuckuck. Jetzt komme ich über die Mauer nicht rüber. Das ist ja wie in der DDR-Zeit. So. Was haben wir hier noch? Ja, aber die schlechtesten Häuser, also wie sagt man so, der Schuster hat ja die schlechtesten Schuhe, der Bauer hat den schlechtesten Hof, aber Hauptsache ein Land Rover hier vor der Tür. Läuft. Zwei Influencer. Bienchen, die man nicht benutzen kann. Und wieder Felder, 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 Felder. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wald, 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 Wald. Ja, ist dekorativmäßig gesehen, ist hübsch. Würde ich sie jetzt spielen? Ja, ich weiß nicht, weil ich müsste ja den Verkehr, wie ich ihn gerade getan habe, ausschalten, weil der ein bisschen tricky ist. Optisch gesehen finde ich sie hübsch. Jetzt nicht high-end, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist eine 19er Karte, die aufgefrasht worden ist. Aber würde ich sie spielen? Nein. Kann man sie spielen? Ja, auf jeden Fall. Haus ist hübsch. Das müsst ihr auch runterladen extra. Haus ist hübsch. Kommt man leider nicht rein, aber ist hübschi. Was ist denn hier drin, ne? Mach mal auf hier den Schuppen. Geht davon mal aus, dass die Karte rausgenommen wird wieder. Weil, achte mal drauf, Lichtmast an, ist original, machst du Licht aus, ist alles pechschwarz. Seht ihr das? Auch hier die Felgen, die sind silber. Seht ihr das? Das heißt, wir haben schon wieder einen Schattenfehler. Und selbst wenn du Licht anmachst, hat der JD konkret krasse Tuning-Scheinwerfer in schwarz. Also nee, wie gesagt, ich denke mal, die Karte wird nochmal rausgehen oder sie wird nochmal ein Update bekommen. Aber wer polnisch spielen möchte, beziehungsweise keine Ahnung was für ein Land, und möchte abgerannt spielen, der wird sich hier wohlfühlen. Ich selber bin auf Ehrengrad, wir werden das Thema weiterverfolgen, weil wir Ehrengrad hier komplett umbauen. Aber ihr könnt definitiv hier mit Püree durch die Gegend wandern. Ich hoffe, wir machen die SAT aus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns nachher auf jeden Fall noch live. Und für die Leute, die Karte spielen, habt Spaß mit der Karte. Und für die Leute, die fragen, ja, ist die Karte für alle? Ja. Und was ist mit Rashbit Hills? Kommt die wieder? Ja. Und von die Booty-Karte vierfach, ist das auf Konsole? Nein. Und damit seid ihr aufgeklärt. Ja, wie gesagt, wir sehen uns nachher. Bis dann, ich bin euer Paddy. Ciao, ciao.